Du. Ada? Wo bin ich? Ada, alles in Ordnung? Was ist passiert? Es ist vorbei. Ihr seid wieder wohlauf. Geralt? Keine Sorge, ihr seid in Sicherheit. Ich bringe euch nach Hause. Meine Hände, sie sind mit Blut besudelt. Ich habe so viele Leute getötet, ermordet. Es war nicht eure Schuld. Macht euch keine Gedanken. Ihr habt es hinter euch. Ich erinnere mich nur undeutlich, wie durch Nebel. Es war wichtig. Ich habe etwas in dem Sarkophag versteckt. Ihr müsst nachsehen. Gut, das mache ich. Haltet mich fest, Geralt. Mir ist so kalt. Das liegt an dieser Gruft. Wir sollten gehen. Draußen werdet ihr euch besser fühlen. So. Also wir sollten jetzt im Sarkophag nachgucken. Ostrids Tagebuch. Ich verfluche euch, Voltus und Toffe, ihr schmort in der Hölle. Ich verfluche eure inzestuösen Taten. Eure Schwester Ada hat einen besseren verdient. Ich flehe das Schicksal an. Auf eure Lüsternheit, Kind, so monströs sein möge, wie ihr selbst. Wenn die Hexe die Wahrheit gesagt hat, werdet ihr meine Rache bald schmecken. Ich muss lediglich alle Zutaten vorbereiten und die Worte dreimal aussprechen. Manche sagen sogar, die Worte seien nicht erforderlich. Man muss nur hassen. Und mein Hass brennt wie Feuer. Ja, gut. Dass er nicht gerade begeistert war, das wissen wir ja. Beziehungsweise, sofern. Mir ist kalt. Ja, oder ihr wisst, was in dem Buch stand. Ich möchte euch auch nicht zu viel spoilern. Ich könnte es erzählen, aber ja. Ostras war auf jeden Fall sehr, 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 sehr eifersüchtig. Und ja. Die Arme da musste leiden. Die arme Ada. Sie musste diese Verwandlung jetzt das zweite Mal durchmachen. Ich frage mich jetzt, wo sie ihre Klamotten hergekriegt hat. Aber naja, besser so, als wenn sie weiterhin im Nachthemd rumläuft. Und Mich in dieser Gruft einzuschließen. Nette Geste, Velarad. Tut mir leid, Hexer. Befehl des Königs. Die Prinzessin ist wieder sie selbst. Ada, Velarad bringt euch nach Hause. Hexer, ich habe euch zum zweiten Mal unterschätzt. Beim dritten Mal schuldet ihr mir etwas. Ein Bier. Foltis gab mir etwas für euch, falls ihr Möchte ich überleben hier haben. würdet. Das ist der Also nicht Teufel, jetzt. ein serikanischer Ja, allgemein. Krummsäbel. Der Legende zufolge wurde er in Drachenblut gehärtet. Jemand hat die Verwandlung der Prinzessin in eine Striege absichtlich herbeigeführt. Ich habe Beweise dafür. Wo? Der König wollte als erster davon erfahren. Na schön. Ist das alles? Der König sagte, wenn ihr die Krankheit heilen wollt, müsst ihr das alte Herrenhaus aufsuchen. Er sagte, ihr würdet das verstehen. Das stimmt. Lebt wohl. Lebt wohl, Hexer. Gut. Jetzt können wir einmal hier speichern. Bist du denn noch da? Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Ich habe dich jetzt hier gerade so ein bisschen weggelassen. Wenn du mich meinst, ja, Ja, ja. ich hab dich in aller Ruhe gelassen, als du deinen Raid hattest. Ja, ich wollte ihn ja nicht verdrängen, aber ich wollte mich erstmal so um die neuen Zuschauer und Follower und so weiter Ja, kümmern. alles gut. Und halt so kurz ein bisschen Story dazu geben. Weil, also jetzt für alle, die nochmal nur dazugekommen sind, bin ich ja mit einem treuen Follower gerade bei Discord am Quatschen gewesen, bevor der Raid kam. Und wir hatten uns so über, ja, Gott und die Welt quasi unterhalten, über Herr der Ringe, über unendliche Geschichte und so weiter und so fort. Also, nur damit ihr wisst, dass wir hier gerade zu Was hat zweit er denn sind, getan? weil Haltet ihn wir auf! nicht damit gerechnet hatten, dass jetzt hier noch so ein Raid reinfliegt und dass so viele nette Leute vorbeischauen. Und ja, nur damit ihr euch jetzt nicht so erschreckt oder überrumpelt fühlt. So.
So, jetzt können wir aber die Rüstung holen. Jetzt kriege ich vielleicht endlich mal meine Rüstung. Da würde ich mich so drüber freuen. Da warte ich jetzt schon seit 2 Stunden drauf. So. Ich renne schon wieder in die falsche Richtung. Hier lang und am nächsten Stein links halten. So. Ich habe auch ein Item, was mir eigentlich die Ertrunkenen so ein bisschen fernhalten sollte. Tut es aber halt nur in gewissem Maße. Okay, jetzt gerade relativ doll, aber... ne? Weil wir haben hier so ein... Warte, kann ich gleich zeigen, wenn wir drin sind? Hier, rotes Band. Es wehrt halt die Ertrunkenen so ein bisschen ab. Weil mir die halt im letzten Kapitel beziehungsweise im vorletzten ein bisschen auf dem Hirn gingen. Und da hatte ich das dann mal angelegt. Wann hat das alles nur ein Ende? Jetzt sollten wir, wie gesagt, eigentlich unsere Rüstung kriegen. Weil wir jetzt eigentlich alle Teile zusammen haben sollten. Wie? Ja. Ich habe alle Komponenten. Wir haben. Wundervoll. Dann schließen wir mal den Rezeptionator an. Wann soll ich zurückkommen? Ich arbeite die Nacht durch. Kommt morgen wieder. Boah, jetzt auch noch eine Nacht warten. Der Rezirkulator muss gut justiert werden. Gut, dann gehen wir kurz zu Kalkstein, dann schlafen wir da kurz. Kalkstein. Kalkstein war hier hinten. Ja, dann können wir genau eine Nacht schlafen und dann können wir unsere neue Rüstung abholen. So, da können wir jetzt mal nicht gegen. Teilchen. Kalkstein. Ach, Kalkstein steht gerade selber auf. Das ist gut. Geralt? Darf ich bei dir übernachten? Wir machen eine kleine Übernachtungsparty, okay? So. Aber bitte bis genau zu demselben Tag schlafen. Ich bin nämlich am liebsten tagsüber unterwegs und nicht nachts. So. Und nun sollten wir unsere Rüstung abholen können. Die Freude ist groß. Also mein Plan ist eigentlich heute, dieses Spiel noch durchzukriegen. Ob wir es schaffen, weiß ich noch nicht ganz. Der zweite Teil ist tatsächlich auch schon installiert, aber der wird dann wahrscheinlich eher... Wie kann ich euch helfen? Morgen, beziehungsweise dann heute ja schon. Oder Abend dann kommen. Ist die Rüstung bereit? Ja. Sie wird euch gute Dienste leisten. Danke. Habt Dank für die vielen Anderlinge, die ihr gerettet habt. Gerne. Danke. Ja! Lebt wohl. Ah, wir haben eine Rüstung. Ist die nicht toll? Ja, ich bin ein Mensch, ich freue mich über neue Rüstung. Und ich freue mich auch, wenn man die neue Rüstung sieht. Ich kann tatsächlich Spiele nicht so ab, wenn man nicht sieht, dass sich was verändert hat an einem selbst. Da bin ich irgendwie ganz, ganz eigen. So, jetzt gucke ich mal, welche Sachen wir hier noch machen müssen. Wir hatten uns also... ja, auch mal über, ich glaube, gestern war das über Herr der Ringe unterhalten, ne? Im Stream. Ja, unter anderem. Bezüglich Rüstung und Aussehen verändernd. Da wollte ich auch sagen, das ist auch bei Pathfinder Kingmaker. Ja, das ist cool, das ist echt cool. Ich liebe solche Spiele. Du hast einen weiblichen Charakter im Spiel, den du triffst. Das ist eine Barbarin. Und die rüstest du natürlich überwiegend mit schweren Waffen aus. Wenn sie gegen Wildtiere kämpft, benutzt sie meistens, also solltest du ihr Zweihänder geben. Bei Skeletten hingegen benutzt man ja natürlich eine stumpfe Waffe. Das macht irgendwie 150% mehr Schaden. Und dann siehst du auch bei ihr am Rücken beide Waffen.
Oh, das ist cool. Das ist echt cool. Und je nachdem, welche Ausrüstungsgegenstände die Charaktere haben, siehst du das alles. Selbst wenn das Zauber... Du kannst Magier mit Zauberstäben ausrüsten. Dadurch müssen sie ihre Zauber sich nicht merken, sondern können diese über den Zauberstab wirken. Mhm. Dann siehst du diesen kleinen Zauberstab und zwei Heiltränke zum Beispiel am Gürtel hängen. Ja, oh, sowas finde ich cool. Es ist Also ich kam da ja auch gestern drauf bezüglich, weil ich jetzt privat gerade, ich weiß nicht, wer von euch im Chat das kennt, für PS2 und ich glaube, es gab es damals auch für Gamecube, Herr der Ringe, das dritte Zeitalter, ist ähnlich aufgebaut wie Final Fantasy X. Ich weiß auch nicht, ob das einer von euch kennt, aber ist halt wirklich ähnlich vom Kampfsystem her. Und da sieht man dann halt, wenn man eine neue Ausrüstung kriegt, weil ich spiele halt immer eine Elben. Weil Elben, ich liebe Elben. Es ist einfach nur toll. Und da war es dann so, dass man, wenn man halt eine neue Rüstung gekriegt hat, dass man die dann auch wirklich am Charakter gesehen hat. Und da kam ich dann gestern halt im Stream drauf zu reden, oder halt dazu, dass wir darüber geredet haben, in welchen Spielen das denn so ist, dass man die Rüstungen sehen kann. So für die, die jetzt gerade so komplett auf dem Schlauch stehen sollten. Die jetzt gerade neu sind. Weil hier wird auf jeden Fall sehr viel, ja, über RPGs und so geredet. Also nicht nur, aber sehr, sehr viel auf jeden Fall. Und eigentlich allgemein über Spiele, ne? Wir haben hier so viele Themen. Wir müssen uns ja sogar schon eine Liste machen, worüber wir reden wollen. Weil gestern saß ich eigentlich nur noch mit einem Zettel und habe die ganze Zeit so aufgeschrieben, okay. Redebedarf. Ah, herrlich. Ich finde sowas toll. Rüstungen und Schwerter. Jetzt ist die Frage. Wo ist überhaupt der... Okay. Na gut, wir werden da bestimmt nochmal zurückgehen. Nach da hinten. Da haben wir immer noch nicht genug. 7. Gut, zum alten Anwesen müssen wir sowieso. Oh, dann könnten wir eigentlich nochmal den Söldnervertrag abgeben. Das ist das Letzte, was wir jetzt noch machen müssen. Neben den Cemetower-Knochen gebissen. Unterkiefern. Ich hätte mal eher reingeguckt. Ich weiß noch nicht, wo dieser Söldnerhauptmann ist. Söldnerhauptmann. Ach, du direkt. Okay, gut. Ja? Ihr habt wegen der Vampirinnen? Habt ihr das Blut? Ja, haben wir. Hier ist das Vampirblut. Ihr habt uns das Leben sehr erleichtert, Hexer. Hier ist euer Gold. So. Dann haben wir das auch. Und direkt eine Stufe aufgestiegen wieder. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Ist die Frage, wo kriegen wir jetzt noch Zementauren her? Das Witzige ist, wir hatten eigentlich genug. Ich habe nur nicht drauf geachtet, als ich Alchemie betrieben habe. Ob ich die hier aufbrauche oder nicht. Wir könnten jetzt auch immer wieder in die Stadt rein und wieder rausmarschieren. Aber auch das bringt uns nicht weiter. Da wir auch die Rubine nicht haben,
kann ich leider auch bei den Druiden nichts eintauschen. Weil anscheinend gibt es einen Unterschied, ob man auf leicht, wie wir es jetzt gerade spielen, oder auf mittel spielt. Auf mittel kriegt man anscheinend gewisse Sachen, die man auf leicht nicht kriegt. Wusste ich aber selber noch nicht. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist oder ob ich einfach einen Fehler gemacht habe. Aber es gibt hier einen Trank, den ich vorhin auch ausgerüstet habe. Warte mal. Den hier. Absolut Raffatz des Weißen. Und eigentlich hätte man den oder die Schriftrolle in Kapitel 3 kriegen müssen. Von einem gewissen Leuwarden. Ich habe sie aber niemals bekommen, die Schriftrolle. Ich habe sie nicht verkauft, weil Schriftrollen verkaufe ich sowieso nie. Aber sie ist halt einfach nicht im Inventar. So. Und ich habe dann halt geguckt oder gegoogelt, ob ich die irgendwo anders kriege. Ja, man kriegt sie woanders. Und zwar im Austausch bei den Druiden gegen 3 Rubinen. Wir hatten einen, aber ich kann nicht mehr auf mein Lager zugreifen. Ich wusste nicht, dass man die Rubine braucht. Das ist der Grund, weswegen wir diese Schriftrolle leider nicht besitzen. Und wahrscheinlich auch nie besitzen werden, jetzt in diesem Spieldurchlauf. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr traurig drüber, weil ich liebe diesen Trank. Aber bisher kamen wir ganz gut ohne durch. Die Schwalbe wirkt auch noch, also wir kriegen das schon hin. Wenn ich mich auch recht erinnere, ist der Endboss hier ein Klacks. Also der Endboss ist im Vergleich zu manchen anderen Bossen einfach. Sehr, sehr einfach. Ich glaube, der schwierigste Boss war der allererste mit den komischen Hunden. Man musste nämlich hier gegen Hunde kämpfen. Ich will gar nicht zu viel erzählen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch die alten Streams noch angucken. Da ist das noch mit bei. Und für die, die sich nicht spoilern lassen, ich erzähle nicht großartig weiter. Sei denn, besteht darauf, dann würde ich da gerne nochmal ins Detail gehen, aber sonst... Sonst war ich das nicht. Jetzt reden wir hier erstmal mit den Loten. Schwachke! Was ist euer Begehr, Hexer? Lasst mich durch, Devet. Ihr seht schrecklich aus. Als hättet ihr die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich bin müde, Graf. Lasst ihr mich vorbei? Mein lieber Geralt. Ich habe die Nacht mit einer Striege verbracht. Daher ist meine Geduld erschöpft. Mit einer Striege? Wie ist es ausgegangen? Habt ihr sie getötet? Sie stellt kein Problem mehr dar. Ich fand jedoch Hinweise auf einen Verräter im Gefolge der Prinzessin. Habt ihr eine Ahnung, wer es ist? Noch nicht. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe ein nützliches Tagebuch gefunden. Außerdem kennt Triss Merigold einige hilfreiche Zauber. Ihr solltet mir Ostrids Tagebuch geben. Der Großmeister beherrscht die Magie besser als diese Hexe Merigold. Ich habe nie erwähnt, wessen Tagebuch. Aber zum Teufel damit. Aha. Hexer, schließt euch mir an. Nein. Verbündet euch mit den Herren einer neuen Weltordnung. Niemals. Mit mir, Roderick de Wett, dem zukünftigen Vizekönig von Temerien. Für wen arbeitet ihr, de Wett? Ich hatte angenommen, ihr hättet das schon herausgefunden. Ich arbeite mit den Salamandra. Vorläufig. Ihr denkt, ihr könnt sie reinlegen? Sie sind nur Mittel zum Zweck. Schließt euch mir an. Ihr seid armselig. Ja. Nein, das seid ihr, Mutant. Ich bot euch die Möglichkeit, Macht zu kosten. Ihr habt euch dagegen entschieden. Also werdet ihr wie ein Hund sterben. Das bleibt abzuwarten. Yep. Für den Orden! So, jetzt einmal kurz das Schwert wechseln. Nein. Bitte erstmal die anderen hier.
Ich weiß ja, also mit Richard bin ich so an sich nicht großartig vertraut. Das ist jetzt hier mein zweites Mal Witcher 1. Witcher 2 kenne ich noch gar nicht. Witcher 3, ja, so halb. Ich weiß aber, dass es noch eine andere Person gibt, in weiblicher Form. Und zwar Yennefer. Für den Orden! Die spielt zwar hier jetzt so noch keine Rolle. Aber für die, die jetzt mich halt noch nicht so lang verfolgen und noch nicht genau wissen, wie, was, wofür ich mich hier entschieden habe. Ich bin halt eher so die Fraktion Chris. Ich weiß, ich werde gleich mit Steinen und mit vollem Obst beworfen. Vielleicht kenne ich auch die Geschichte um Yennefer noch nicht ganz so. Aber ich habe hier halt mich eher Triss Merigold zugewandt als vielleicht später in anderen Teilen eine Yennefer. Ich weiß nicht, ich kenne die Frau nicht ab. Bisher zumindest nicht. Und da sind ja gefühlt so zwei Lager, was ich so mitgekriegt habe. So die einen sind Fraktion Yennefer, die anderen sind Fraktion Triss. Die anderen sind Fraktion einfach jede Frau, die es gibt. Das gibt's auch noch. Ja. Also wie gesagt, Yennefer, irgendwie. Ich habe sie bisher nur in Witcher 3 getroffen und ich habe sie in der Serie gesehen. Nein. Okay. Noch frisch genug. Gibt es bis dahin? Nee. Nichts. Dann sehen wir zu, dass wir zum Herrenhaus kommen. Aber wie gesagt, bezüglich Yennefer, ich bin mit ihr bisher nie so ganz warm geworden. Ich lasse euch jetzt hier alle mal links liegen. Ich möchte einfach nur noch da zum Herrenhaus hin. Aber Yennefer war so vom Charakter her einfach nicht meins. Vielleicht habe ich auch einfach noch zu wenig von ihr gesehen. Aber es war nicht so berauschend. Hier liegt noch eine Leiche. Da sind jede Menge Ertrunkene, die brauchen wir nicht. Ich hätte jetzt gelacht, wenn wir hier einen Rubin gefunden hätten. Das nehmen wir mit. Bomben brauchen wir eigentlich nicht. So. Den Rest haben wir eigentlich alles noch im Lager. Jetzt kommt tatsächlich eine etwas sehr interessante Stelle. Zumindest fand ich sie damals beim ersten Mal spielen sehr interessant. Ertrunkener. Ich finde, diese Ertrunkenen sehen so ein bisschen aus wie Gollum. Natürlich nur mit fischähnlichen Zügen. Hallo. Ja, ihr könnt da hinten bleiben. Ihr verfolgt mich eh nicht. Ihr habt eh Angst vor mir. Haha. Mein alter Freund. Seid gegrüßt, Geralt. Habt ihr Ryla getroffen? Eine einzigartige Verwandlung gab ihr das Geschenk des Lebens. Geralt. Eine einzigartige Verwandlung? Das Geschenk des Lebens? Diesen versklavten Haufen Blut und Muskeln nennt ihr lebendig? Besser als lebendig. Perfekt. Das findet ihr noch früh genug heraus. Das war euer Experiment? Ihr seid jämmerlich. Ryla, Liebes, du duldest doch nicht, dass dieser Bastard deinen Gebieter beleidigt. Geralt. Gut, diese Szene meinte ich jetzt gerade nicht, aber... Er steht
Wobei sie ist doch irgendwo interessant, was, ich weiß nicht, wer von euch halt Witcher kennt. Aber sie haben halt gewisse Sachen von uns quasi, von den Hexern hier gestohlen. Und das ist so eines dieser Sachen, die dabei herauskamen. Mitunter. Und es ist doch sehr interessant zu sehen, was passieren kann, wenn gewisse Gegenstände in falsche Hände geraten. Ich stopfe eure Eier ins Maul! Die Synchronisation ist auch wunderbar. Also ein paar coole Stimmen sind dabei, die man halt auch aus Film und Fernsehen kennt. Dann gibt es aber auch solche Kameraden hier. So. Das Kampfsystem ist hier ebenfalls ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich kann, oder komme jetzt mittlerweile ganz gut mit klar. Es ist halt so eine, ja. Ja! Wir haben welche gefunden. Wir haben welche gefunden. Man findet zu wenig davon. Man findet viel zu wenig davon. Gut, da kommen wir nicht rein. Oh, was bist du denn? Mutantenhund. Ihr fordert die Salamander heraus. So. Wir machen Hackfleisch aus dir. Okay. Sehr schön. Ja, jetzt sind wir hier ja quasi mitten im Gebiet der Salamandra. Gut, da gehen ja. Gut. Können wir jetzt leider alles nicht mitnehmen. So vieles davon brauchen wir aber auch nicht. Weil wir sind eigentlich ganz gut dabei. Das ist euer Ende! Bist du sicher? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. Ja, ich glaube, die Viecher da unten haben uns gesehen. Jetzt. Nein! Okay. Den können wir gerade nicht ausrauben. Ist aber voll und ganz in Ordnung. Wir haben eh viel zu viel Kram. Nee, das brauchen wir auch alles nicht. Alles nebensächlich. Ihr fordert die Salamandra heraus. Nein. Ihr werdet langsam sterben. Ich glaube, so langsam werde ich gar nicht sterben. Diesmal habe ich wenigstens hingekriegt, dass sie uns nicht direkt sehen. Das, ja, stimmt, wir haben hier keinen Platz mehr. Ich finde, die hätten uns ruhig ein bisschen mehr Inventarplatz geben können. Mir wäre gar nicht so verkehrt gewesen. War irgendwie schon krank, was ich hier mit dem Mutagen aus den ganzen Tieren gemacht haben. Ich meine, das war eigentlich mal, glaube ich, ein normaler Hund. Ja, so. Jetzt können wir einmal den Kampfstil wechseln. Verteidigt euch! Mistel! Ich muss meinem Ziel nahe sein. Ja,
Passt. So. Dann gucken wir mal, was die Leute hier alles bei sich haben. Nein, das brauchen wir nicht. Nein. So viel Ohrens brauchen wir jetzt auch nicht mehr vom Ende. Oh. So. Okay. Diese Stelle ist hier zum Beispiel auch anders als damals beim ersten Mal durchspielen. Ich glaube, die Enden hier sind tatsächlich zwar immer gleich, aber es gibt halt drei Versionen dieses Spiels, sag ich jetzt mal. Drei Verläufe. Das war ja das, was ich dann so kurz mal angeschnitten habe. Und man kann halt wirklich neutral durchs Spiel gehen. Das habe ich halt schon mal geschafft. Ich war mit dem Ergebnis damit allerdings nicht ganz zufrieden. Deswegen habe ich mich diesmal wirklich für eine Seite entschieden. In dem Fall halt für die Elfen, weil mir die Menschen einfach... Ja, das ist eigentlich wie heutzutage. Zu engstirnig sind. Schön, euch zu sehen. Ich kam so schnell ich konnte. Gerade noch rechtzeitig. Wolf. Wie ist die Situation an der Front? Unglaublich gut. Wir haben dem Orden große Verluste zugefügt. Sie waren gezwungen, sich neu zu formieren. Außerdem hat der König einen Unterhändler geschickt. Zweifellos versucht er, mich auszuschalten. Oder zu bestechen. Was denkt ihr? Auch wenn nur die kleinste Chance besteht, dass ich die gleichen Rechte für die Anderlinge erreichen kann, muss ich es riskieren. Aber ich frage mich, wieso Foltest plötzlich verhandeln will. Auch wenn wir in Vesima erfolgreich waren. Es ist noch ein weiter Weg bis zum Sieg. Verhandelt, Yevin. Ihr habt vom König nichts zu befürchten. Woher wisst ihr das? Ich habe dafür gesorgt. Stimmt. Ja, das war mir auch sehr wichtig. Er ist 15. Ganz ehrlich, dann bleiben wir lieber bei dem. So, und ich hoffe, wir finden jetzt noch mehr von diesem Absurd. Oh, ich weiß noch, als ich das erste Mal das Spiel durchgespielt habe, ich wusste nicht, wie man Tränke braucht. Man braucht dafür halt Alkohol. Und ich habe Ewigkeiten gebraucht, das überhaupt zu begreifen, dass man Alkohol dafür braucht. Und ich hatte zu wenig davon. Das heißt, ich habe stundenlang versucht, überhaupt an Alkohol zu kommen. Weil in dem Spieldurchlauf, den ich damals hatte, gab es dann keine Händler mehr, die mir Alkohol hätten verkaufen können. So, und jetzt habe ich nicht nur hier jede Menge. Also hier geht es quasi los bis hierhin. Ist schon eine ganze Masse. Und in meinem Lager habe ich auch noch jede Menge. Also... Ja, wir sind gut vorbereitet diesmal. Wolf. Ich muss ins Versteck der Salamander, im alten Herrenhaus. Das Haupttor ist geschlossen, aber ich kenne einen anderen Weg. Wo ist er? Er führt euch an den steinernen Brunnen. Wenn er euch durchzwängt, könnt ihr die unteren Etagen des alten Herrenhauses erreichen. Ich zeige ihn euch. Okay. Schön. So, dann... Lauf voraus. Ich bin gerade überrascht, dass er in diese Richtung losgeht. Gott, was ich alles Neues bitte gerade. Warte mal. Doch, müssen wir. Ich hätte gerade kurzzeitig Schiss, aber nein, wir müssen ihm folgen. Weil mit dem anderen Weg, den es gibt, müsste man einmal oben auf der Plattform halt draufbleiben. Da verrate ich aber jetzt nicht großartig was dazu, weil das ist dann wirklich... Es wäre ein Spoiler. Noch mehr Mutanten.
alles sehr hässlich. So, warte. So, wir sind jedenfalls genug entfernt. Jetzt kann ich hier den starken Kampfstil wählen. Für unser Muskelpaket. So, jetzt haben wir hier den schnellen Kampfstil. Du bist ganz schön hart, dagegen. Weißt du das eigentlich? Schön. Schnell, nehmt das Seil und klettert hinunter. Was ist mit euch? Wir geben euch Rückendeckung. Es kommen noch mehr Mutanten. Aber... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ihr müsst eure Feinde aufhalten. Schnell, sie kommen. Viel Glück. Und danke. So. Ah, ja, ich erinnere mich. So, das heißt jetzt auf jeden Fall speichern. Damals war dieser Weg für mich die Hölle. Wir hoffen mal, dass das jetzt nicht der Fall ist. Aber eigentlich, ich kann mal kurz gucken. Haben wir noch Punkte offen? Ah, ne, sehen wir so gerade nicht. Aber ich glaube nicht. Okay. Also der Kampf hier. Na gut, aber klappt ganz gut, oder? Es geht. So. Oh nein, der Große wird jetzt vielleicht nicht unbedingt kommen. Ah, wir haben noch keinen großer Ding Schaden kassiert. Das ist also alles noch im Rahmen. Beim ersten Spieldurchlauf, ich habe damals auf Mittel gespielt. Mittel war für mich gefühlt schwer. Denn die Gegner haben so viel Schaden gemacht, das war heavy. Weil ich bin eigentlich so ein... Ich spiele eigentlich immer auf normal. Hier habe ich mich aber wirklich mal für leicht entschieden, weil ich fand es bockschwer. Mittel. Also ich glaube, wir kriegen es sogar heute echt durch. Es könnte sein, dass wir Witcher fertig bekommen. So ein paar langwierige Stellen weiß ich zwar noch. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Okay, kann ich nichts von mitnehmen. Achso, einmal... Honig, haben wir noch eine Katze? Oh, sag mir jetzt nicht, wir haben keine Katzen mehr. Okay, warte mal. Da vorne war doch... eine Feuerstelle. Da muss ich einmal eine ganz kurze Katze herstellen. Oder, ach nee, scheiße, hier war kein Feuer. Doch, da. So, und Talente können wir auch noch frei dingseln. Guten Resistenz. Antheit. So, das einmal. Da haben wir es komplett. Da haben wir noch nicht komplett. Werden wir uns aber hier mal ein bisschen drum kümmern.
Bezauberung. Naja, hier. Und jetzt noch einmal Katze herstellen. Das, dann noch ein bisschen Schwalbe. Okay, Inventar ist voll. Und eventuell jetzt einmal kurz irgendwas essen, damit wir Platz kriegen. Ja, da vorne liegen sie. Okay, kurz mal was essen ist schwierig, das hier. Die Katze nehmen wir. Schwalbe kann hier einmal mit hin. Katze. Dadurch können wir halt im Dunkeln sehen. Oder halt ein bisschen besser sehen. Da finde ich sogar den Begriff Katze richtig cool. Weil Katzen können ja im Dunkeln wirklich richtig gut sehen. Und da finde ich gar nicht mal schlecht, dass sie den Zauber oder Trank Katze genannt haben. Jetzt können wir auf jeden Fall wunderbar weitergehen. Hallo Mutantenbestie. Irgendwie sehen die echt eklig aus. Aber sie lassen auch nichts liegen. Ich weiß echt noch, wie schwer das damals hier war. Hallo Thomas, schön, dass du reinschaust. Findest du unverzeihbar? Na, untot bin ich noch nicht. Aber ich habe mir halt mal gedacht, ich mache heute mal ein bisschen länger. Und ja. Deswegen bin ich noch hier am Zocken. Beziehungsweise wollte ich eigentlich auch Witcher 1 jetzt durchkriegen. Was mich auch noch mal so ein bisschen wach hält. Weil wir uns relativ nah am Ende befinden. Sagen wir scheintot. Ich bin einfach nur scheintot. Nein, ich werde nicht langsam sterben, denn, ne? Und so. Aber wie kommst du, dass du denn noch wach bist, Thomas? Oder bist du auch unter die Untoten gegangen? Ihr werdet langsam, muss man mehr Ausdauerlauf üben. Wäre möglich. Wäre möglich. Ich bin schon tot, wann wir zuvor umzufallen. Okay. Auch nicht schlecht. So. Wir können jetzt einmal kurz die Schwalbe verwenden. So. Mensch, woher kann man sich echt nicht geben? oft, aber nicht immer. Wenn jetzt im Bett bist. Ja, dir auf jeden Fall danke auch vorhin. Nochmal danke fürs Gespräch und tut mir leid, dass wir nicht mehr so viel Zeit hatten zum Reden. Aber der Raid hat vorhin einiges durcheinander gebracht, aber dir auf jeden Fall eine wundervolle Nacht. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir so wieder am Quatschen sind. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis später oder
Bis dann. So. Ich werde jetzt, bevor wir hier reingehen, werde ich einmal ganz kurz aufs Klo gehen. Eigentlich hatte ich das vor... Ja, eigentlich als der Raid kam, da hatte ich das eigentlich vor. Vor guter Stunde. Da wollte ich eigentlich aufs Klo gehen. Deswegen werde ich das jetzt mal ganz schnell machen. Und ich bin in 4 Minuten wieder da. Also lauft nicht gleich weg. Und ja, bis gleich. Ich muss jetzt nur erstmal hier kurz aus dem...